zu Gestrandet Season 2 Trust and Betrayal. Heute mit, oh Hilfe, mit dem Dalu, mit dem Grenze, mit dem Mephis. Hallo. Hallo. Jo. Da sind Endermänner. Hellatz. Boah, wie dunkel ist denn das hier? Das geht dich ja nichts an. Warte mal, ich kann ja auch noch hier die man kann auch die Grafik heller machen. Grafik heller. Hey, was macht ein Zombie in meinem Gang? Grants, du hast einen Zombie da reingelassen. Gar nicht. Hinter meinen Kisten, lungert da rum. Der wohnt da. Aber Endermänner haben ja echt mega eklige Zähne, ey. Sollst du kein Zahnarzt spielen bei denen? Oh Mann. Deswegen war es immer so dunkel, weil meine Grafik war auf richtig dunkel eingestellt. Grants, hast du meine Kohle mitgenommen? Also nein, ich brauchte zwar Kohle, aber ich habe sie gerade mühsam abgefahren. Ich fand ja auch mal wieder Kohle. Ich hab komischerweise nichts mehr. Da. Ey, man darf nicht einmal bei Dalu sich was holen. Ey. Ist man gleich für alles schuld, was weg ist. Ey. Oh ja. Nimm mal Grants. Sag mal, Grants, hast du mein Haus angezündet? Ich fand das jetzt nicht so gut, dass du mir alles geklaut hast. So, das Problem mit den Karotten. Ich will das wiederhaben, Grants. Ne? Ich hab noch 3 Kohle, wenn du die haben willst. Überleg dir genau, was du damit machst. Ich baue mir diesen einen Ofen. Geht das nicht mit 3 Kohle? Oh Mann, ey. Ein Flugspeed-Boost wäre auch mal geil irgendwie. Ich glaube, ich brauche einen Drachen. Oder nee, besser, ich brauche einen verzauberten Besen, ja. Ja, den gibt's auch, der würde... Du hast doch das Haus mit den Hier wohnt eine Hexe, oder? Ja. Ja, passt doch. Wobei das Schild ich nicht selbst angebracht habe. Echt nicht? Nein. Wurde angeprangert. Geprangert. Eine Hexe, verbrennt sie! Nein. Naja, besser als bei uns, wenn Marv wurde ja ein Zombie-Kopf an den Garten gehängt. Direkt. Oh, ist auch mies. Ich glaube, richtig lustig wäre es, wenn diejenigen, die schon Kills haben, die Köpfe von den Kills schön auf Pfähle stecken. Ja, kannst du ja mit dem richtigen Schwert, kannst du ja den Kopf bekommen vom Spieler. Ja. Das wäre witzig. Muss ich hin? Und dann noch so ein Schild aufstellen, du bist in der falschen Nachbarschaft. Du hast ja nichts zu suchen. Die ganzen Tinkers Construct Dinger, die kann ich abbauen, oder? Also du kannst alles abbauen. Die gehen auch nicht kaputt, meine ich. Nee, die gehen nicht kaputt. Aber wenn du noch Flüssigkeiten drin hast, die du behalten willst, darfst du bei Tinkers Construct. Ja. Da habe ich nichts Flüssiges drin. Ja, die Schmelze. Ist ja nicht. Ach so, nein, ich meine erstmal das andere Zeug. So, ja, gut. Ich dachte, du meinst die Schmelze. Oh. Das kann ich alles in Ruhe abbauen, ja. Uff. Ich muss jetzt umsortieren. Damit also da geht noch nichts kaputt. Das ist jetzt nicht so schlimm wie bei Fizzy Beast, wo die alles sofort kaputt geht. Den Vehikel-Gedöns und die, mit welcher muss ich den Waffen, diesen Waffen-Kaktus, sag ich einfach mal, der wird ja aus Kaktus gemacht. womit soll ich den abbauen, dass der nicht kaputt ist? Spitzhacke? Das weiß ich nicht. Nein, Spitzhacke dauert zu langsam. Axt geht ich Idiot. Ich hasse es. Oh, Gott sei Dank war da drunter. Falsche Axt genommen und erstmal wieder 100 mal 100 abgebaut aus dem Haus. Ach so, ja, da bin ich auch mal vorsichtig mit der Kack-Axt, ey. Das ganze Haus wieder weg. Ja. Bäm. Wieder obdachlos, scheiße. Ja. Einmal falsch abgebaut, ey. Ja. Ist die Kacke am Dampf. Einmal die falsche Entscheidung getroffen. Oh, Schneebälle. Wo ist denn der Schissel? Der Schissel, das wichtigste Werkzeug im Projekt. Habe ich auch geklaut. Absolut. Grants, hast du mein Schissel mitgenommen? Hast du mein Schissel? Grants, hast du mein Haus geklaut? Hat ein voller Schild geändert. Hat dann mit MC Edit direkt kopiert in anderen Werken. Huch.
Leck. Oh, das ist nicht gut. Ich hab, was habt ihr gemacht? Ich fliege gerade. Ich fliege auch gerade. Ah, ja, jetzt geht's wieder. Was hast du gemacht, Nephias? Ich bin geflogen nach oben. Alles klar, merke ich. Ja. Wenn ich jetzt rausgeflogen wäre, wärst du dran. Komm, ich baue dir jetzt auch eine Klingel, komm. Bitte drum, bei mir klopfen sie gerade, die Zombies. Ja, dann können sie nicht klingeln. Ja, toll, ob da mal klopfen oder klingeln, das macht's auch nicht mehr. Wie mal nochmal die Reihenfolge, dass, wo muss der die Schablonenkiste stehen? Neben der Crafting Table oder die neben verbindet sich doch mit irgendwas? Neben dem Stencil. Okay. Wenn du diese Schablonenkiste meinst. Ja. Ja, die muss neben den Stencil-Dings. Damit die sich verbindet, ne? Ja, genau. Ja. War es nicht eigentlich der Partbilder? Oder Part, ja, ich weiß es. Der Partbilder war es, weil der, was, der da Crafting. Schablonenstanzer oder Crafting Table? Ach, er hat sie auf Deutsch stehen. Ja, schlimm, ne? Ja. Nee, ist gar nicht so schlecht. Oh. Leder. Es gab schon schlechtere Übersetzungen. Ja, dass die Übersetzung nicht schlecht ist. Aber ich kenne die alle immer noch auf Englisch. Das ist. Stirb, Pony, stirb. Woran merke ich nochmal, ob es geklappt hat? Wenn du durchschalten kannst, denke ich. Und wenn die Kiste direkt daneben angezeigt wird, da ist so ein Fenster daneben. Ja, aber in welchem der drei Dinge soll die Kiste daneben angezeigt werden? Das weiß ich ja nicht. Ach, da fragst du Dinge. Ja, ist es die Crafting Table? Nein. Nein? Anscheinend nicht. Dann habe ich den Schablonenstanzer und eine Schablonenkiste. Du brauchst noch einen, wahrscheinlich. Was heißt ein Stencil Table auf. Nee, Partbilder auf Deutsch. Partbilder ein Teile. Teilebauer. Teilchenbeschleuniger. Ja, mehr als die vier Sachen habe ich aber nicht. Warum nicht? Was leckt gerade so extrem? Echt? Immer wieder, ja, ich habe immer wieder Standbild. Oh. Wie geht's gerade? Bei mir ist perfekt. Dabei decke ich gerade Karte auf. Kann einer eben drüber fliegen? Egal, in der Stadt ist. Moment. Da. Okay, ich komme. Pony, 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 Pony. Haus grün war das da. Oh, Zombie-Kopf. So. Oh, hier runter. Ich darf ja rein, ne? Ja, ja. So. Wo bist du denn? Wo hast du die Schmelze denn jetzt hingestellt? Oh, du musst runter ein Haus. Ja, okay. Hier, welche müssen hier nebeneinander stehen? Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Bin gerade ein fliegendes Pferd mit einer Glaskuppel auf dem Arsch. Nimm den du links stehen hast, glaube ich. Der müsste das gewesen sein. Das heißt, die beiden sagen. Ja, einmal tauschen, tausch die mal. Das hier weg und links die Kiste. Daneben. Nee, links daneben. Oder ja, je nachdem, wie du stehen haben willst. Ah, jetzt. Jetzt, ja, genau. Danke. Jo. Hoch, ne? So. Hoch. So. Warum hast du es hier oben genauso stehen? Du hättest nur nachgucken können. Ah, den Kram da oben, den muss ich nochmal abreißen irgendwann. Hier sind ja noch Kisten und die sind alle leer, ja. Das hier wird der Wohnbereich. Der Wohnbereich. Hier wird gewohnt. Da kommt die Couch hin. Meine größte Yacht. Oh, Enderperle, gib mir die Enderperle, komm schon. So, jetzt muss ich Kisten abreißen. Irgendwo Wieso? Noch eine leere. Ja, weil die eine Kiste, die steht, also zwei Kisten stehen im Weg. Aber die sind voll. Da liegt sie doch. Die ganzen Monster hier, hier leuchtet keiner die Stadt aus. Blöcke. Ein Brotfischhut, das ist ja toll. Ey, hier spawnen auch nur Creeper, ne? Creeper und Skelette, alles was ätzend ist. Aber ich muss mir gleich die Folge hier nochmal angucken und gucken, ob ich wirklich so ein
verdammtes Glück habe, weil ich habe gerade ganz schön viel Viecher getötet. Einige Pferdchen, ein paar Zombies. Und es war keiner mit Hut dabei. Ach, darfst du gerade auch keine mit Hut töten? 28, ich gucke sie mir gleich nochmal an. Ja, ja. Ja. Hast du blind getötet, oder was? Nee, ich habe einfach alles getötet, aber ich meine, ich habe keinen Hut gesehen. Das wäre mir nämlich aufgefallen. Hm. Ist denn mein Stift? Ich muss einen Kreis hinkriegen. Erstmal vorzeichnen. Ja, ich habe den jetzt schon dreimal gebaut und das sah immer scheiße aus. Hey, wie kannst du denn einen Kreis scheiße bauen? Ja, der sieht, also der muss halt an die Ecken meines Hauses ran, so als Turm, weißt du? Du kannst doch nach oben fliegen, da sieht man das doch perfekt. Ja, ich weiß, aber dann muss ich es ja jedes Mal wieder abbauen. Warte mal, ich baue mir den jetzt hier vor, Leute. Nee. So, Dalu. Ja. Doof. Mal gucken, ob du das hörst. Nein. Schade. Dann hört man das an deiner Tür gar nicht. Ich bin ja auch gerade weiter unten. Lager? Grün sogar. Wo hast du die angebracht? An welchem Haus? Oben an Grün. Kann ich die auch abbauen einfach? Weil die soll, ja, wenn dann blau. Ansonsten habe ich noch eine zweite. Ah, die kosten nichts, die Dinger. Komm mal eben hoch. Wo bist du? An deiner Tür von Grün. Doch, jetzt habe ich sie gehört. Hallo? Ich glaube, ich habe die gerade sogar bis hierher gehört. Ja. Hier hast du noch eine. Ich auch. Oder es war übers CS, das kann auch sein. Ja, das kann auch sein, stimmt. Baue ich die mit einer Axt ab, ja? Ja. Oh. Ja, das kann man anbieten. Dankeschön. Dein sieht aber anders aus, glaube ich, oder? Kann, nee, meine ist genauso. Bei mir hängt nur ein Schild drüber, bitte klingeln. So ein Schild möchte er bitte auch haben. Kannst du mir so ein Schild machen? Ach, hier baut er Grants. Ah. Ja. Na, ist das noch Safe Zone Grants? Ja, ist noch. Ja, ist noch. Habe ich genau drauf geachtet, ey. Hat da einer die Insel abgebaut, die Schleiminsel? Nee, die ist da noch ein Stückchen weiter unten. Ah, nee, okay. Unten. Ja, okay. Ich wollte eigentlich ja über meinem Haus bauen, aber dann ist mir aufgefallen, okay, drei Blöcke über meinem Haus geht's gar nicht mehr weiter. Deswegen musste ich mir jetzt einen neuen Platz suchen. Weil Vita, ne, wie gesagt. Conchita. Ja. Conchita-Apotheke. Die Conchita-Apotheke. Und wie war das? Buch. Ja. Ach, Shigo. Hm? Das geht so nicht. Ach ja? Kann so nicht weitergehen. Dem kann ich nichts zustimmen. Nix. Da wird irgendwo ein Skelett. Wie sieht das denn hier aus, ey? Ich hab zu viel Kram mit. Ich brauch mehr Platz. Da sagst du was. Ich hab irgendwie auch grad. Okay, ich hab mein ganzes Inventar voll mit blöden Potions und die alle nur einen einzigen Platz wegnehmen. Ah, oh, das nervt. Ich brauch mehr Kisten. Noch mehr? Ich dachte, du hast jetzt die Einer-Kisten gehabt. Die, wie, nur die einer Kiste. Die nur ein Platz brauchen und nicht zwei. Warum sollte ich die haben? Ich dachte, hattet ihr vorhin gesagt, dass Shigo. Nee, wir haben so eine laufbare Kisten, die mehr die tragen. Luggage. Ah, okay. Chester heißt die. Luggage. Mhm. Heißt die auf Deutsch auch so? Ja, bei ihr heißt sie. Meine Chester. Heißt Chester. Echt, Chester, deine heißt wirklich Chester? Cool. Ja, Chester der zweite heißt, weil der erste ist schon vergeben. Ja. Auch ein Don't Starve-Spieler, also. Nee, das ist lustig. Chester ist ja auch ein ganz schwerer Wortwitz, auf den, glaube ich, keiner kommt. Ja. Ja, das ist richtig schwer. Nee, Chester ist quasi ein Andenken an die Leutskis, die quasi das Attack of the Bee-Team ja mitgelauncht haben, die YouTuber. Und der eine hat auch seine Kiste Chester genannt. Das fand ich irgendwie witzig, deswegen habe ich es genommen. Okay. Und ich habe es später erst gesehen, dass es mit Don't Starve zu tun hatte. Wo bist du jetzt hingegangen, Ephias? Ich bin jetzt in einem grünen Haus und crafte. Ach, du hilfst mal hier ein bisschen.
Wieso? Wo brauchst du Hilfe? Ja, hier mit den Kreisen. So, jetzt sieht's aber gut aus. Yay, es gibt eine neue Blöcke-Kiste. Ach, bin ich... Ja, korrekt. Ja, hast du gerade so recht. So. Geil. So. Zucker. Habe ich natürlich wieder nicht am Start. Oh Gott, ich bin anfall. Braucht man eben eine Toolforge? Hat jemand eine Toolforge? Ja. Chico wohnt... Im Berg, warte. Ich komme mal zum Spawn. Von da aus findet man es am besten. In the ghetto. Hallöchen, Fledermaus. Wer hat denn Holz in den Ofen getan? Das sah jetzt aus, als ob ein Vogel vom Himmel gekackt hätte. Kann doch gar nicht sein, dass so viele Leute da irgendwas in deiner Bude machen. Hier, oder was? War das hier? Folgst du mir? Wo bist du? Bist hochgestiegen? Bin hoch, ja. Nicht so weit hoch, nicht ganz so weit hoch. Was, wie die Wasser? Nicht so weit hoch. Folge dem fetten Baum. Der Baum? Ich sehe gerade so schlecht, weil ich ihn... Ach da! Ja. Jetzt sagst du selbst, sie ist ein fetter Baum. So, ja. Du nennst ihn mal fetter Baum. Das war dein anpassen. Hier wohne ich. Lass sie nicht von komischen Statuen stören. Deine Statue sieht so nackt aus. Ja, leider. Was? Wo ist der? Toolforge-Stadt, danke. Was? Nackt? Holz? Ja, ich hab Holz. Zieh ich mir eben ein Höschen an, verdammt. Ja, bitte. So, bitteschön. Bevor Dalu wieder kommt. In doppelter Hinsicht, oder was? Ach du Scheiße. So. Da hab ich schon eine Kamera bei ihr aufgestellt. PPT-Style, ey. Danke. Jetzt lacht sie noch, nur weil sie noch nicht gefunden hat. Ja, und? Natürlich nur, um zu gucken, ob sie den Ofen baut. Ach, was auch sonst, ne? Was brauche ich? Ach, verdammt. Ach, Kacke, Mann. Verdammt. Hat einer die Uhr im Blick? Yep, 17,5. Mist. Richtig gut. Ich möchte essen. In der Hölle war es leichter, Essen zu bekommen, ohne Scheiß. Echt? Ja, die ganzen Pilze, die da wachsen. Machst einfach die Pilzsuppe, dann hast du am Ende Essen. Das ist ja auch kein Essen. Ah, Mist, ich muss bald auch mir mal was zu essen besorgen. Fleisch ist das Einzige, was zählt. Ja, mein Fleisch vom Start neigt sich langsam dem Ende. Mein Fleisch vom Start. Oh Mann. Voller Schnorrer, ey. Gibt der Start dir nichts mehr? Ach so, nein. Dann, ey, ich hab die vom Start des Projekts, Leute. Ja, ich auch. Gibt der Start dir nichts mehr? Kein Fleisch mehr für die Arme. Also ich hab die Klingel jetzt nur noch ohne Steine, Scheiß sehr weit außerhalb der Stadt gehört. Ich hab nicht rein. Du meinst das wirklich so? Nein, ich meine die am Start ausgeteilt wurden. Ich schnorre eigentlich nur Steine. So ein Steinbeißer. Ne. Ich glaube, wenn ich die Folge fertig habe, darf ich nur noch eine. Wer hat nicht hier angreifen. Eine Leiter zum Grundstein gebaut? Also außerhalb der Stadt? Ja, da bei dieser fliegenden Insel, meinst du? Nee, nicht und da auch noch sogar eine Treppe runtergebaut. Ja, genau. So 5x5. Ja, keine Ahnung, wer das war. Aber apropos, wir gucken mal wieder, was wir an dem roten Haus kaputt machen können. Ja, nein, außerhalb der Stadt steht ein rotes Haus. Und wenn der Keller jetzt nicht gesichert ist, dann baue ich alles ab. Letztens habe ich denen die Chance gegeben, bin da wieder rausgegangen. Das rote Haus, wo du gelauert hast am Anfang oder ein anderes? Das, wo ich auch gelauert habe am Anfang. Das ist nämlich nicht sicher. Genauso wie eigentlich der Garten von dem anderen roten Haus nicht sicher ist, weil das Feld größer ist als das Haus. Ja, stimmt. Das habe ich auch schon gesehen, dass das größer ist. Ach, ein Feld darf nicht größer sein als das Haus. Richtig, der Garten muss kleiner sein als das Haus. Das wusste ich noch gar nicht. Obwohl ich die Regeln gelesen habe. Darf nur die Hälfte der Größe des Hauses haben. Nee, weniger nur. Nee, muss einfach nur ein Stück weniger sein. Okay, weniger. Ja, gut. Ey, was ist denn, wenn hier jemand sein Dach aus
aus einem Material baut, wo ich durch kann. Wie zum Beispiel? Wolken. Das ist jetzt, wer hat denn dein Haus aus Wolken gebaut? Weiß ich nicht. Ich meine, das ist zwar in der Safe Zone, aber theoretisch. Ja, in der Safe Zone ist es. Theoretisch ist es doch jetzt aber nicht safe, ne? Richtig. Okay. Ja, bei der Safe Zone ja leider schon. Geil. Aber kommst du durch eine Wolke durch? Fällst ja, du ja. Irgendwie kommst, auf die... kommst du durch. Also seitlich, ne? Kommst du durch? So von oben nach unten nicht, ne? Von oben nach unten? Nee. Weil von da oben fällst du nur auf den. Ich guck jetzt Boden. Einfach mal, ob ich in das Haus rein darf. Also komme, darf ich ja. Ja, ja. Ah, scheiße. Der Dark Hunter hat sein Haus obsidianisiert. Ah. Aber nur, weil ich es ihm gesagt habe. Ich war nämlich schon drin. Ah ja, in dem doch, Haus. Ich komme hier rein und das hat Julia gebaut. Ja, aber in der Safe Zone ist halt sicher, ne? Glück gehabt, Julia. Diesmal lasse ich dich davon kommen. Gnädig, heute gestimmt, hm? Dieses Mal kommst du mir davon. Egal, ich baue unter dem roten. Ah, da haben sie überall Stein. Die müssen doch irgendeinen... Einen Fehler müssen die gemacht haben. Nico, sag doch mal. Nico. Ich sag hier gar nichts. Du bist doch jetzt Team Grün. Wir müssen doch zusammenhalten. Ach ja, müssen wir das? Weil wir Team Grün sind. Komm, fürs Team. Ich weiß von nix. Ja, ich weiß. Also ich hab das Haus fast komplett untergraben jetzt. Die ganzen Monster spawnen da jetzt. Unter dem Haus habe ich einfach alles weggemacht. Aber du musst doch 5 Blöcke Abstand halten. Ja, ich darf ja nichts bauen. Und keine Falle bauen. Ist ja auch keine Falle. Ah, okay, aber man darf Sachen abbauen. Ja, ja, ich baue ja keine Falle. Die sterben ja daran nicht. Werden dann dauernd alle Häuser so in 5 Blöcken entfernt und so abgebaut. Nee, ich habe extra geguckt, ob die irgendwo ein Schlupfloch gelassen haben. Hätte ich es mal raus. Das Geile wäre, wenn ich, sobald da Kante aufgehört hatte, das letzte Mal aufnehmen, hätte ich einfach reingehen können unten durch diesen Tunnel und alle Maschinen, die da drin sind, abbauen können. Danke, du danke. Du bist zu gnädig. Ja, ich hätte das einfach machen sollen an dem Tag. Zu gnädig, ey. Er hat sogar einen Schreibtisch in seinem Haus mit Lampe und Bürostuhl. Wie geil ist das denn? So wie es sich gehört, ne? So, also ich bin jetzt ja links rausgeflogen und da werden also diese Pornos gedreht. Der Kies sein. Casting Chigo. Couch. Was? Der Kies, wo sollte er nochmal sein? Wenn du raus aus unserer Safe Zone links rausfliegst, hinter dem braunen Abschnitt quasi. Da kommt Kies weg. Aha. Glaube ich dir mal. Gut. Vielen Dank, hab schon gefunden. Gut. So. Was war nochmal das dritte Material? So. Sand, Kies und? Lehm. Clay. Lehm. Haben wir ein Clay? Wir haben ein Lehmbiom, ja, im Norden. Lehm, um es in deiner Sprache zu sagen. Oben im Norden ist eins. Ganz fettes. Das kannst du eigentlich nicht verpassen. Aha. Verdammt. Boah, ich hab wieder Essen. Das ist super, dass die Schafe hier Essen geben, ey. Was droppen die denn? Schafsfleisch? Jo. Jetzt im Ernst? Ja. Wegen Schafe töte ich eigentlich nur noch wegen dem Essen. So, ist in dem alten Haus von Dark Hunter noch was zu holen? Ja, der ist ja umgezogen. Das Haus ist ja auch kaputt. Da muss ein Creeper drin explodiert sein. Ja, der hat alles abgebaut. Hier ist nichts mehr. Das Gerippe fliegt noch in der Luft. In der Safe Zone oder was? Nee, außerhalb. Ah, okay. Gerade Leute, die außerhalb gebaut haben, da schaue ich immer gerne, ob da irgendein Fehler gemacht wurde. Ach, ich baue mein Haus gerade über einem anderen Haus. Das macht einer auf Vita oder was? Pech gehabt. Guck, ob das andere Haus irgendwie Solarenergie braucht oder so. Maro ist bei mir auch schon durchgebrochen. Ach, das ist Haus Rot von irgendjemandem. Echt? Habt ihr euch auch schon? Und wer hat dann das Grundstück bekommen? Ey, weil die Leute bauen ja echt schöne Häuser teilweise. Guck mal, bei uns in der Safe Zone ganz rechts außen, das ist krass. Ja, dieses Weiße, ne? Das sieht man auf der Karte auch schon voll groß. Das ist von Frame. Ach, der hat so ein, ach, das ist kein, jetzt weiß ich, was das ist. Der hat so ein Teil, was ihm so einen Boost gibt. Ja, das ist der Beacon. Gibt der mir auch einen Boost?
Jedem eigentlich, der dran vorbeiläuft. Ah, Haste, okay. So. Was sind das denn für Lampen hier? Aha. Vor allem, wie viel Dingens der hat, wie viel Essen der hier anfarmt. Das ist ja auch nicht verkehrt. Doch. Hier ist das auch ein rotes also, Haus. Also an sich ist es nicht verkehrt. Dass er das macht, schon. Ja, also Essen ist wohl das geringste Problem, finde ich. Das gute Marmorhaus hier. Scheiß Hexen immer. Was ist das denn für ein Stein? Hä? Wieso sieht Lehm anders aus? Ja, es gibt farbigen Lehm. Du musst gucken, der farbige Lehm, den kannst du dafür nicht nehmen. Du musst den ganz hellen abbauen. Ach, nur der normale Lehm geht dafür, oder was? Ja, für das, was Dalo vorhat schon. Mehr, ey. Ist ein Dorf nicht geplündert? Was ist denn hier? Ne? Können die Diener getötet werden? Was sagt die Zeit? Und ja. 27 ungefähr. Also dieser blaue Lehm geht wirklich nicht. Also auch wenn er nur Lehm heißt. Und genauso aus. Du brauchst diese Kügelchen. Ja, die droppt es ja hier. Lehm ja, ist Lehm, wenn er jetzt nicht steht irgendwie... Getrockneter Lehm oder so, dann kannst du... Nee, steht einfach Lehm dran, aber ist nicht derselbe. Hä, was hast du vorher benutzt? Den Lehm, den bei mir, den wir im Wasser haben, neben unserem Gebiet. Das ist der gleiche eigentlich. Nee, der ist aber grau. Der hier, den ich jetzt habe, ist blau. Vielleicht ist es wegen dem Biom oder so. Aber wenn da oben Lehm steht, müsste es... Der Lehm sieht auch hier komplett anders aus. Also das Endprodukt, wenn ich es abgebaut habe, ist das gleich. Also steht einfach Lehm dran und es ist die blaue Kugel. Aber es ist ein Block. Es ist so ein Lehmblock. Hast du Silk Touch auf deiner... Nee, wenn ich ihn abbaue, ist es kein Block mehr. Achso, dann ist alles gut. Dann ist es gut, dann ist alles okay. Aber beim Ab ist es trotzdem ein anderer Lehm, den ich abgebaut habe. Macht nichts. Das Endergebnis muss dasselbe sein, dann ist alles gut. So, hatte ich nicht. Ach, verdammt, hab ich nicht. Schau mal über die Mörchen. So, sehe ich noch ein Aus außerhalb auf der Map. Die aktualisiert sich ja immer so schön schnell. So, Chigo, brauchst du noch Mörchen? Zu spät, ich hab mir schon Mörchen geholt. Schade, ich wollte gerade fragen, was du dafür zahlst. Brauchst du Mörchen? Ich hab Mörchen. Willst du Kartoffeln? Ich hab Kartoffeln. Ich hab auch. Ich bräuchte jetzt bald Melonen. Wofür? Glistering Melon für ein paar Bräue. Ah, okay. Gefährliche Sachen, gib mir keine Melone. Es ist alles Rance hat eh eine Protection-Puppe. Ja, die hilft aber die nur einmal. Wahrscheinlich nur einmal. Die hilft, du brauchst auch noch einen Tag für die Puppe, dass der an dich gebunden ist. Ja, habe ich ihm auch gesagt, deswegen braucht er ja das Bett. Und die Protection-Puppe, die kann, hilft die wirklich auch nur einmal? Weil es ist ja keine Death-Protection. Also die Todesschutzpuppe wirkt einmal. Was ist eine Voodoo-Protection-Puppe? Ich vermute, dass die einmal schützt. Ja, aber es wäre ja dumm, weil der... Nee, die Voodoo-Puppe schützt, also die hat eine Haltbarkeit. Das heißt, wenn du ganz, ganz viel Voodoo machst, dann geht sie irgendwann kaputt. Ah, okay. Und die Death-Protection-Puppe, klar, geht sofort kaputt, wenn du einmal sterben solltest. Sterben würdest. Sonst wäre die auch ziemlich OP. Ich habe sogar gerade eben, also vorhin nochmal getestet, weil es gibt ja auch die Whitestones, die den Tod verhindern. Und wenn man aber beides im Inventar hat, was denn davon wirkt? Und die Death Protection Puppet wirken zuerst. Das heißt, die gehen zuerst kaputt, bevor bei einem Tod dann der Whitestone angefasst werden würde. Whitestones brauche ich auch noch. Suchen gehen. Ich glaube, wir müssen so langsam aufhören, ne? Ja. Jo, besser ist es. Wie lange noch? Halbe Minute höchstens. Okay, dann sind wir fertig und sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.